Hallo Nachbarn, Sie haben sicherlich gelesen, die Autobahn soll nun auch nach Neukölln kommen. Der Bundesminister für Verkehr hat das sogenannte Linienbestimmungsverfahren abgeschlossen. Danach steht jetzt fest für die Verwaltung und auch damit für Berlin, die Bundesautobahn, der Abzweig Neukölln, wird über den Mariendorfer Weg runter nach Neukölln in die Ballinstraße hinein ins Gewerbegebiet Grenzallee führen. Mit dieser Entscheidung ist verbunden sehr viel für uns, sehr viel Positives. Durch den Autobahnabzweig kann der Güter- und Fernverkehr aus dem Gewerbegebiet Grenzallee und den angrenzenden Betrieben direkt hineingeführt werden ins Stadtautobahnnetz und direkt hinausgeführt werden aus Berlin. Der Verkehr muss sich dann nicht mehr durch die engen Straßen, durch die dicht besiedelten Straßen vom Norden und im Mittelbereich Neuköllns zwängen. Hier gab es in der Vergangenheit immer wieder Klagen von Anwohnern, die sich darüber beschwerten, dass Lastwagen durch die allzu engen Straßen fuhren. Damit wird es dann hoffentlich vorbei sein. Mit dieser Entscheidung wird aber nicht nur der Güterfernverkehr, der Güterverkehr insgesamt bevorzugt, sondern werden auch die Anrainer, werden auch die Beschäftigten günstige Verkehrsbindungen von und nach Neukölln bekommen. Es hat in der Vergangenheit schon verschiedene Initiativen der Firmen, der Betriebsräte, der Mitarbeiter gegeben, um diesen Autobahnabzweig nach Neukölln hier über diese Strecke zu bekommen. Mit der Entscheidung ist allerdings auch verbunden ein Abriss der Brückenkonstruktion über den Mariendorfer Weg. Wir erinnern uns, in den 70er Jahren hat man eine Planung aufgestellt, die ein direktes Fortsetzen der jetzt vorhandenen Strecke vorsah. Dieses ist aber insbesondere durch Anwohner der sogenannten Habrechtssiedlung auf Tempelhofer Gebiet direkt an Neukölln anschließend zu Fall gebracht worden vor dem Oberverwaltungsgericht. Das Oberverwaltungsgericht hatte festgestellt, dass nicht gründlich genug abgewogen wurde, ob denn diese Habrechtssiedlung wirklich abgerissen werden muss. Die neuen Planungen sehen vor, dass die Habrechtssiedlung in nördlicher Lage durch einen Tunnel unterfahren wird. Dieser Tunnel setzt sich dann fort bis zum Emmausfriedhof und kommt dann ganz langsam von unten nach oben. Durch den Abriss dieser Brückenkonstruktion, die wir hier im hinteren Teil sehen können, die zurückgeht ungefähr bis zur Firma Balsen, ist natürlich auch ein finanzieller Mehraufwand verbunden. Die Strecke insgesamt von hier bis nach Neukölln, runde 2,6 Kilometer lang, soll rund 220 bis 230 Millionen kosten. Deutlich ist zu sehen das Ende der Brücke. Die Brücke hat rund eine Höhe von 8 Metern. Und es ist ganz klar, dass man von hier bis zu einem Tunnel in der Habrechtssiedlung, die ja nur rund 150 bis 200 Meter entfernt ist, ein so starkes Gefälle hätte, dass man hier unweigerlich Unfälle produzieren würde. Insofern wird die Brücke abgerissen. Wir sehen das rechts über die Straße weit zurück, damit der Mariendorfer Weg bereits in Tunnellage unterfahren wird. Hier sehen wir jetzt einige Häuser der sogenannten Habrechtssiedlung in Tempelhof, die ursprünglich abgerissen werden sollte und zwischenzeitlich aufgrund der neuen Planung erhalten bleiben kann. Hinter den jetzt im Bild zu sehenden Häusern wird es einen Tunnel geben, der in Tieflage die Autobahn langführt. Hier auf dem Kirchhof herrscht eine Ruhe. Diese Ruhe soll auch weiterhin erhalten bleiben, trotz des Autobahnbaus. Die Habrechtssiedlung, haben wir erklärt, wird unterfahren in nördlicher Tunnellage. Die Gottlieb-Dunkelstraße wird in Tunnellage unterfahren. Und auch große Teile dieses Friedhofes, dieses Kirchhofes, werden durch einen Tunnel unterfahren. Und erst zum Ende hin wird dieser Tunnel leicht ansteigen und dann in offener Weise die Straße unterhalb der Erde weitergeführt werden, bis zum Britzer Damm, Hermannstraße. Wir werden das gleich sehen. Gut ein Drittel der Strecke der neuen Autobahn haben wir jetzt hinter uns gebracht. Wir stehen hier, Britzer Damm, Ecke Wederstraße.
Die neu geplante Autobahn soll in Tunnellage hier die Ecke erreichen und nun langsam ansteigen bis hinunter zur Karl-Marx-Straße, dort als Brücke die Karl-Marx-Straße überqueren. Hier wird die Brücke, die neue Autobahnbrücke über die Karl-Marx-Straße führen und dann direkt die Autobahn über die Karl-Marx-Straße bis zur Ballinstraße bringen. Ballinstraße ist dann das derzeitige Ende des neuen Autobahnabzweiges, rund 2,6 Kilometer lang, um dann anschließend den Verkehr ins Gewerbegebiet Grenzallee zu verteilen. Wir werden es gleich sehen. Ja, liebe Rixdorfer, Wochenschauer, hier wird dann die Autobahn enden, hier soll sie enden, direkt in die Ballinstraße hineinfahren, hineinführen durch eine Rampe, also abfallen hier in die Ballinstraße hinein. Die Fahrzeugführer haben dann die Möglichkeit, in zweierlei Richtung zu fahren. Auf der einen Seite nach links Grenzallee und von dort sich weiter zu entwickeln. Und auf der anderen Seite ist geplant eine direkte Anbindung Sieversufer-Nobelstraße. Und das wollen wir uns gleich nochmal ansehen. Hinten kann man zwar nicht richtig und deutlich, aber doch schemenhaft erkennen die Nobelstraße. Die Nobelstraße soll später einmal angeschlossen werden über eine neu zu bauende Brücke neben der jetzt vorhandenen. Die jetzt vorhandene Brücke ist lediglich für Fußgänger freigegeben und verbindet das Sieversufer, wo wir uns jetzt befinden, mit der Nobelstraße. Dieses wird ein sehr interessanter, ein attraktiver Weg werden, um direkt von dem neuen Autobahnabzweig hinein ins Gewerbegebiet Grenzallee zu fahren, aber sicherlich auch für diejenigen, die hinten in der sogenannten Märchen- oder Heideck-Siedlung wohnen. Die Autobahn soll ab 1991 gebaut werden, wenn die entsprechenden Planungsschritte, nämlich das Planfeststellungsverfahren, abgeschlossen sind. Dieses Planfeststellungsverfahren ist erforderlich. Die Bürger haben wie die Verwaltung die Möglichkeit, die Pläne einzusehen. Sie werden öffentlich ausgelegt und auch Einsprüche, Bedenken oder Anregungen geltend zu machen, die dann gesondert zu prüfen sind und öffentlich das Ergebnis mitgeteilt werden. Dieses Ergebnis wird dann einmünden in den Planfeststellungsbeschluss. Dieser soll, wie gesagt, 1991 spätestens vorliegen. Der Bezirk wird übrigens eine Reihe von Bebauungsplänen, die sich rechts und links von der neuen Autobahntrasse befinden, auflegen, denn das Gebiet muss mit Sicherheit neu strukturiert werden. Hier gibt es große Chancen, eine Mischung von Wohnen und Arbeiten zu ermöglichen. Das heißt Wohngebiete auf der einen Seite und Arbeitsgebiete auf der anderen Seite, um hier Wohnen und Arbeiten nicht so weit auseinandergehen zu lassen. Dieses kann sicherlich ein ganz neues Mustergebiet dafür werden und insbesondere mein Freund und Wirtschaftsstadtrat Bodo Manegold hat hier ein sehr starkes Interesse. Und ich meine, er sollte uns hierüber noch etwas sagen und insofern schalte ich rüber zu Bodo Manegold. Dankeschön. Ja, schönen Dank, Kollege Brannoner. Wir wollen nun dieses Thema aus wirtschaftlicher Sicht uns betrachten und aus der Sicht der Neuköllner Kleingärtner. Auf dieser geplanten Trasse der Bundesautobahn, Verlängerung Tempelhof bis zum Gewerbegebiet Ballinstraße Grenzallee sind zwei Kleingartenkolonien betroffen, und zwar zum einen die Kleingartenkolonie Kürbisranke und die kleine Kolonie Neuwerder. Und ich bin dankbar, dass wir als Bezirksamt Neukölln hier im offenen Kanal Stellung zu diesem Thema nehmen können. Denn am letzten Wochenende mussten wir leider in einer großen Berliner Morgenzeitung viel Falsches zu diesem Thema lesen, weil ich hier an dieser Stelle nochmal die Kleingärtner beruhigen kann und sagen, wenn die Autobahn kommt, dass sie dann nach dem Neuköllner Modell umgesetzt werden. Das heißt, sie wollen, wenn sie bekommen, wenn sie möchten, auf einer anderen Dauerkleingartenkolonie eine Ersatzparzelle und die entsprechenden Umsetzungssummen dazu, sodass jeder, der bisher eine Kleingartenparzelle hat, wieder eine Kleingartenparzelle hier in unserem Bezirk Neukölln erhält. Ja, zum Gewerbetreibenden ist zu sagen, überwiegend sind in dieser Straße nur Zwischennutzung, und zwar Kraftfahrzeugreparaturwerkstätten und viele
Adressen, die nur Postkastenadressen sind. Da heißt es also zu gucken, welche Gewerbetreibenden sind förderungswürdig und welche nicht. Und wir müssen dann versuchen, die förderungswürdigen Gewerbetreibenden auf landeseigenen Flächen, eventuell in landeseigenen Gewerbehöfen unterzubringen. Man sieht also, die Autobahn wird Veränderungen bringen in diesem Bezirk, bei Kleingärtnern als auch bei Gewerbetreibenden. Aber alle, die förderungswürdig sind, werden weiter ihre Existenz haben. Und für Neukölln ist die große Chance da, dass im Rahmen dieser Autobahnplanung auch über die gesamte Trasse rechts und links nachgedacht werden muss. Und wenn man das so sieht, kann man sagen, ab 95 dann hat der Neukölln weitere Gewerbeansiedlungsmöglichkeiten rechts und links der Trasse, beziehungsweise wenn diese Trasse teilweise überdeckelt wird, dass auch auf diesen Deckel dann neues Gewerbe angesiedelt werden kann. Sodass man momentan nur sagen kann, die Autobahn bringt auch Positives nach Neukölln. Ja, ein weiterer Aspekt sind natürlich die Wohnungen, die sich auf dieser Autobahntrasse noch befinden. Sie sind natürlich in keinem guten Zustand, denn sowohl die Hauseigentümer als auch die Nutzer wissen seit Jahrzehnten schon, dass dort die Autobahn kommen soll. Und wir haben ja erst in den Jahren 80, 81 wieder einige Wohnungen herrichten lassen für die Dauer von 5, 6 Jahren, damit sie überhaupt bewohnbar sind. Wir gehen davon aus, dass momentan frei werdende Wohnungen sofort der Abteilung Sozialwesen zur Verfügung gestellt werden, damit dort dann für Zwischenlösungen für Aus- und Umsiedler Leute untergebracht werden können, bis eine andere geeignete Wohnung zur Verfügung steht. Es wird also, bis die Autobahn kommt, kein Haus leer stehen, sondern erst, wenn die Autobahn da ist, dann wird das Haus leer geräumt und sofort abgerissen.